Der britische König Charles III. Hat seinen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Abordnung der Internationalen Atomenergiebehörde in Saporischschja. Grossi will Sicherheitsplan ausarbeiten. Qatar Airways und die Folgen. EU-Verkehrschef tritt wegen Dienstreisenaffäre zurück. Der britische König Charles hat seinen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Er wurde in Berlin gemeinsam mit Gemahlin Camilla von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Gattin Elke Büdenbender in Empfang genommen. Der Besuch findet noch vor der eigentlichen Krönung Charles am 6. Mai statt. Das zeige die enge Freundschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Heute, auf den Tag genau, 6 Jahre nachdem Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union begann, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Im Bundestag hält Charles III. An diesem Donnerstag eine Rede. Am Freitag reist das britische Königspaar zum Abschluss des Besuches nach Hamburg. Eine Abordnung der Internationalen Atomenergiebehörde unter der Leitung von Rafael Grossi hat vor Ort das ukrainische Kernkraftwerk nahe Saporischschja begutachtet. Die Anlage, die größte ihrer Art in Europa, steht unter russischer Kontrolle. Es gehe darum, einen Plan auszuarbeiten, um die Sicherheit des Kraftwerks zu gewährleisten, sagte Grossi. I think it's important that we can continue our dialogue. I want to thank you for having facilitated the presence of our teams here since September. Vor 3 Wochen schlugen unweit des Kernkraftwerkes Geschosse ein, woraufhin die Anlage zeitweise vom Stromnetz getrennt war. Russland und die Ukraine gaben der jeweiligen Gegenseite die Schuld. Grossi warnte, man erkenne zunehmend militärische Tätigkeiten in der Gegend. Die Lage rund um das Kraftwerk habe sich nicht verbessert. Papst Franziskus muss mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Laut Vatikan ist eine Lungenerkrankung festgestellt worden. Es handele sich dabei aber nicht um Covid-19. Das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche litt jüngst unter Atembeschwerden. An diesem Mittwoch begab er sich in ärztliche Obhut, um die zuvor anberaumten Untersuchungen vornehmen zu lassen, so der Pressesprecher des Heiligen Stuhls. Vorher hatte der Papst noch eine Audienz auf dem Petersplatz abgehalten. In Griechenland hat die Polizei 2 Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf ein jüdisches Restaurant im Zentrum von Athen geplant zu haben. Nach Polizeiangaben sollen die Männer auch weitere jüdische Einrichtungen im Visier gehabt haben. Die Polizei fahndet nach einem 3. Verdächtigen, der sich allerdings nicht in Griechenland aufhält. Bei der Razzia hatten die Einsatzkräfte mehrere Einrichtungen in Athen im Süden von Griechenland und auf der im Westen Griechenlands gelegenen Insel Zakynthos durchsucht. Offiziellen Quellen zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um pakistanische Staatsbürger, die auf illegalem Weg aus der Türkei nach Griechenland gereist waren. Sie sind möglicherweise Teil eines ausländischen Netzwerks. Die Festnahmen seien demnach erfolgt, um einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag zu verhindern. Nach 2 Toten bei einem Messerattentat in einem muslimischen Zentrum in Lissabon wird der Hintergrund der Tat untersucht. 2 Frauen, beide portugiesische Angestellte, wurden erstochen, mehrere Menschen verletzt. Der Täter ist ein afghanischer Flüchtling, der dort als regelmäßiger Besucher Lebensmittelspenden abholte und Portugiesisch lernte. Trata-se de homem ainda relativamente jovem, com 3 filhos menores, 9, 7 e 4 anos de idade, que foi vítima também de um falecimento da sua mulher na Grécia, numa circunstâncias difíceis, num campo de refugiados, que foi recolocado em Portugal ao abrigo da cooperação europeia
Die Polizei setzte Schusswaffen ein, der Mann liegt im Krankenhaus. Portugal hatte jahrzehntelang keine größeren Terroranschläge, religiöse Gewalt gab es fast nicht. Entsprechend ordnet der portugiesische Ministerpräsident die Tat als Einzelfall ein. Die portugiesische Polizei untersucht den Vorfall als möglichen Terrorakt. Der Leiter der Verkehrsabteilung der Europäischen Kommission, Henrik Hololei, hat beschlossen, seinen Posten auf eigenen Wunsch zu verlassen. Das teilte ein Kommissionssprecher mit. Gegen Hololei läuft eine interne Untersuchung, nachdem bekannt wurde, dass er Freiflüge von der katarischen Regierung annahm, während seine Abteilung ein weitreichendes Luftverkehrsabkommen mit der Fluggesellschaft des Golfstaats aushandelte. Er wird aber weiterhin bei der Kommission arbeiten. At his request, the college has decided to appoint Henrik Hololei, who is currently the Director General for Mobility and Transport, to the position of Hochklass Advisor, as a position is called in the Director General for International Partnerships, and that this decision is effective as of the 1st of April. Der Entschluss von Hololei hat die Kommission aufatmen lassen. Sie hatte anfangs seine Entscheidung, die kostenlosen Flüge mit Qatar Airways zu akzeptieren, verteidigt, da alle seine Dienstreisen genehmigt und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt wurden. Allerdings war es Hololei selbst, der seine eigenen Freiflüge genehmigte. Die Enthüllungen erfolgten nach dem Korruptionsskandal im Europäischen Parlament, bei dem Katar angeblich hohe Geldbeträge zur Bestechung von EU-Abgeordneten gezahlt haben soll. Die Europäische Kommission war nicht in den Skandal verwickelt, aber zivilgesellschaftliche Organisationen kritisierten die Brüsseler Ethikregeln als zu schwach. Für einige Abgeordnete ist das nicht genug. Is it enough of a consequence if he is just moving from one job to another, basically keeping his same salary? I don't think so. As far as I understand, there is still a disciplinary procedure ongoing. So that's up now to the Commission services to determine that. But I think it clearly shows we cannot have director generals that authorize their own exception of free flights or gifts or whatever. Independent oversight, and when the rules are broken, there need to be sanctions, not just a reshuffle where people move to another job with the same pay. Die Aufsichtsbehörde der EU forderte die Kommission auf, Einzelheiten zu den Dienstreisen zu nennen, die leitende Mitarbeiter unternommen haben und die teilweise von Dritten bezahlt wurden. Kürzlich veröffentlichte Aufnahmen sollen als Beweis dienen. Nordkorea verfügt über Atomsprengköpfe, die in Kurzstreckenraketen eingesetzt werden können, um etwa Ziele in Südkorea anzugreifen. Laut der Überwachungsstelle für das Verbot von Atomwaffen gehört Nordkorea zu den Staaten, die dazu beitragen, dass die Zahl der weltweit einsatzbereiten Atomsprengköpfe seit 2017 schrittweise auf rund 9.600 angewachsen ist. Die Überwachungsstelle schreibt in einem Bericht, China, Indien, Nordkorea, Pakistan und Russland hätten ihre Bestände an Atomsprengköpfen im Jahr 2022 aufgestockt. Hinzugezählt werden können noch rund 2.900 ausgemusterte Sprengköpfe, die in Russland und den Vereinigten Staaten auf ihre Entsorgung warten. Rund 2000 Menschen folgten in Prag dem Gewerkschaftsaufruf, sich auf einer Kundgebung lautstark gegen die Rentenreform zu stemmen. Der Hauptkritikpunkt ist die Aussicht, vielleicht bald erst mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen zu können. A nedovedu si představit v 68 letech, abych běhala po oddělení a pečovala o pacienty. Lidi by měli odcházet do důchodu tak, aby si ten důchod užili. To znamená, že je důležitá ta hranice toho dožití a toho vlastně, kdy ten člověk vstupuje do toho důchodu. Die Gewerkschaften bemängeln, dass im Vorschlag der Regierung keine Sonderregelung für besonders anspruchsvolle Berufe vorgesehen ist. Der Vorsitzende des Tschechisch-Mährischen Gewerkschaftsbundes ist guter Dinge, für eine Umkehr sorgen zu können. Schon tady jednou bylo právě za pravicové koalice. Takže já věřím, že i tento protest, i reakce občanů, i ankety, které se k tomu dělají, budou jednoznačným důvodem, protože se žádný věk pro odchod do důchodu nezvýší. Auch der frühere Ministerpräsident Andrej Babiš, der Partei ANO vorsteht, beteiligte sich an der Kundgebung. Já bych byl moc rád, aby se takové protesty neodehrávaly, abychom věci byli schopni řešit debatě. Jestli tomu tak nebude, tak ten problém bude ještě větší.
Für den Fall, dass es zu keiner Verhandlungslösung kommt, drohen die tschechischen Gewerkschaften mit einer Ausweitung der Proteste. Die weltberühmte David-Statue, geschaffen von keinem Geringeren als dem Renaissance-Künstler Michelangelo, sorgt in den USA für Aufregung. Eine Schuldirektorin in Florida hatte ein Bild des Kunstwerks im Unterricht gezeigt und damit den Unmut der Eltern auf sich gezogen. Sie hatten sich über den Inhalt beschwert und das Bild mit der Skulptur des David als pornografisch bezeichnet. Medienberichten zufolge musste die Pädagogin ihren Posten räumen. This is so strange that the icon of the Renaissance could be called pornographic. You know, you have to distinguish between nudity and pornography, and this is absolutely not the same. Auch bei Touristen aus den USA sorgt der Fall für Unverständnis. Ein Mann aus Seattle erklärt: I feel incredibly sorry for the children that don't get to see it from the principal's point of view. I think it's just sad, and I'm very, very, I'm glad I don't live there. So I actually just saw the article about this, and it's part of history. I don't understand how you can, like, say that it's porn, like pornographic. Die Marmorskulptur gehört zu den Meisterwerken Michelangelos und wurde zwischen 1501 und 1504 erschaffen. Seit 1873 wird sie im Museum Galleria dell'Accademia ausgestellt.